Hallo, tja, wir haben uns ja höchstwahrscheinlich ewig nicht gesehen. Ja, die vorproduzierten Videos laufen ja natürlich weiter, das habt ihr gemerkt. Das mache ich jetzt mal eben auf die Schnelle, da ich jetzt erstmal wieder zu Hause bin. Ich habe nämlich eine Auszeit genommen. Die Auszeit wird für mich auch noch ein bisschen länger gehen. Denn ich habe, sagen wir es mal so, wie es ist, die letzte Zeit viel zu viel Alkohol konsumiert und habe mir gedacht, dass ich mich jetzt einfach auf den Zug setze, raus aus der Nummer. Und das mache ich alleine zu Hause. Ja. Daher sieht es so aus, dass ich, naja, ich kapsel mich einfach mal einen Monat ab. Kann ich auch machen. Wer kriegt es bei YouTube schon groß mit? Aber es ist ein kleines Paketchen gekommen. Und ja, es war nämlich so, es gibt ja viele Spiele, was jetzt die Xbox angeht. Es gibt ja viele Spiele, die kriegst du noch gerade so im Internet, die ISO-File und so weiter. Und wenn, dann ist sie kaputt oder hier oder da oder überall. Irgendwas ist immer. Und das Spiel konnte ich mir jetzt bei eBay schießen für 1,50 Versand und 55 Cent. Und zwar war das nämlich, was hast du denn abends Earned in Blood? Rotul 30 kriegst du überall noch. Aber Earned in Blood war ziemlich problematisch, sage ich mal. Ja? Also das kriegst du, aber dann ist irgendwie da irgendeine Pfeile im Arsch, Beschreibung so dabei. Gucken wir uns den Zustand an. Kriegst du, bei eBay wollen sie da zwischen 10 und 20 Euro mittlerweile schon verhaben für den Scheiß. Ach, guck. Der Zustand ist doch okay. Da kann man auch vernünftig kopieren. Ja, das eigentliche Problem war, dass dieses Spiel im Internet, also ein ISO-File oder so, schwer zu kriegen ist. Und wenn, dann sind das wirklich die Effekte-Files. Habe ich nachgeprüft, auch mit Festplatten etc. Und das fehlte noch. Ja, für 55 Cent geschossen. Ja, wir sehen uns bei den nächsten Videos sowieso wieder. Bei den ganzen vorproduzierten, sage ich mal. Ich werde noch eine Zeit weg sein. Aber keine Sorge, es sind noch genug im Anschlag, die jetzt auch wieder aufgezeichnet werden. Wie ihr seht, habe ich meinen Bart jetzt auch mal eine Woche wachsen lassen. Seht ihr, wie das aussieht? Absoluter Hammer, ne? Tja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, ne? Wir waren ja heute schnell, aber ich kann nicht erst 5 Minuten machen. Habe jetzt einfach wieder die Frontkamera rein, dann war am einfachsten. Freue mich drüber, kopiere mir das dann auch noch auf die Xbox drauf und ja. Tja, wir sehen uns dann demnächst wieder und freut euch. Irgendwann außer der Reihe der vorproduzierten Videos kommt demnächst auch wieder was. Denn, und das ist ganz sicher, habe ich noch ein paar Sachen im Petto, unter anderem habe ich ja die eine blaue Xbox, ich habe jetzt noch eine andere blaue Xbox, ich habe jetzt insgesamt 12 Xbox Classic Konsolen hier. 8 davon sind umgebaut, nee, 9 davon sind umgebaut, da sind Original und die andere blaue werdet ihr noch sehen. Da sind jetzt auch noch ein paar LEDs mehr. Da habe ich noch ein RGB-Lüfter-Mod drin. Da ist eine Terabyte-Festplatte drin. Da ist das EVO-X-Board. Da ist ein 128er MD-RAM-Upgrade. Da sieht man gut, da sieht man von außen nicht viel. Aber auch nach vorne. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt haben wir schon 3 Minuten voll. Und ich gehe mal kurz das Spiel kopieren, ne?